Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß, ich lade zurzeit sehr viele Hauls, wie das heißt, hoch. Gestern und vorgestern waren es IKEA und Nahkauf und heute ist es ein DM-Haul. Es war auch relativ wenig, es waren 15 Euro, glaube ich, nur. Ich blende es hier irgendwo ein, wenn ich es schaffe, was ich ausgegeben habe. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Video, also bis gleich. So, meine Lieben, wie ich eben gesagt habe, war ich ganz kurz bei DM, weil, ja, ich bräuchte mal was und ich brauchte eigentlich nicht viel, aber es ist dann halt wieder mehr geworden, als es war, als ich vorgestellt habe, aber es ist halt nicht so teuer gewesen, von daher, ich gucke immer auf den Preis, egal, ob ich jetzt Geld habe oder nicht, genau. Vorher muss ich noch sagen, ich war natürlich nochmal heute bei der Dame von meiner Mutter, ich sage nicht den Namen, nicht, um Gottes Willen, keine Angst, und habe da die Hauswoche gemacht. Und ich habe gestern noch so großartig gesagt, ja, ich mache es unentgeltlich. Hätte ich das mal lieber nicht gesagt, weil ich habe da doch was für bekommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht annehmen, weil ich das gerne über so freiwillig mache. Das ist mir lieber, als ich, wenn ich Geld dafür bekomme. Aber ja, ich habe dann leider doch was bekommen. Leider, wirklich. Ich bin nicht stolz darauf. Ich mache das Hauswoche. Mein Gott, ich muss das hier bei mir auch machen. Und es geht zack, zack, zack. Ich habe es ja damals bei meiner alten Arbeitsstelle einfach so. Es war ein Fließbandarbeit. Es musste jede, müssten in einer halben, ungefähr in einer halben Stunde mindestens. Oder Viertelstunde, halbe Stunde hätten wir Zeit für ein Treppenhaus. Von daher geht das bei mir auch zack, zack, zack. Das geht zack, zack, zack. Andere Sachen dauern halt ein bisschen länger bei mir. Von daher, ja. Ich kann es mir auch vorstellen, wieder in der Reinigung zu arbeiten. Natürlich ist das für mich. Für die meisten Menschen ist es ja ein bisschen unangenehm zu sagen, ja, ich arbeite in der Reinigung, aber ich wäre halt ehrlich, lieber in der Reinigung zu arbeiten, als gar nichts zu haben. Von daher, ja. Also, genau. Deswegen habe ich noch mal ein bisschen was eingekauft. Und zwar fangen wir einfach an. Ich greife einfach in die Tüte und lasse es einfach sein. Bekloppt. Ja, die alte. Und zwar habe ich hier mal was ganz Komisches. Also, ich habe es noch nie, ich habe es irgendwo bei anderen YouTubern schon mal gesehen, aber selber noch nicht gesehen, dass es das bei uns auch DM gibt. Und zwar schwarze Zahnpasta. Und zwar Black Shine für natürlich weiße Zähne, entfernt Verfärbungen und enthält Aktivkohle. Naja, wenn das klappt, das hier. Das war auch relativ günstig. Ich weiß nicht genau, unter 1 Euro auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine Zahnpasta. Und zwar Golgate. Zahnpasta mit Fluorid. Max White wahrscheinlich, aber egal. Hier. Na, genau. Dann habe ich für meine Vögel Knabbersachen gekauft. Einmal ja, Knabberstäbe mit Nuss und Honig für Sittiche mit den Vitaminen A, D, 3 und E. Na gut. Warte mal. Hier aufs Klo. ja. Ne? 60 Cent, 2 drinne. Geht. Das machen wir hier. Dann gab es mal wieder. Ist das so gut? Balea, Himbeer und Limette. Das roch, glaube ich, immer ganz gut. Ich rieche gleich nochmal nach. Live-Test. Oh, mein Gott. Hammer. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich habe gleich 2 mitgenommen. Ach, das ist noch unten drin. Und die Opa. Auch gleich 2-mal. Riecht auch schon von außen gut. Ja, Dauer. Fürs Klo, ne? Dieses WC-Reiniger. Ja, so kraftaktiv, wenn man da reinhängt, ne? Und zwar einmal das hier in Gelb und Blau. Und einmal sagen sie, das wäre neu, aber ich hätte das schon überall schon länger schon gesehen. Und zwar mit Blütenfrische. So lila und blau oder pink und blau.
Ah, das gibt es schon länger, aber da stand, dass es neu gibt. Gut. Was ich auch, wo ich nie vorbeigehen kann, ich weiß jetzt nicht wieso, ist bei Lidl, bei DM, dieses Regal, wo dieses ganz kleine Fläschchen nur sind, also die eigentlich für den Urlaub beispielsweise, da kann ich nie vorbeigehen, ohne was zu nehmen. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist halt so, ja, und zwar habe ich hier einmal Körperbutter, Bio, Macadamia-Nuss. Ja, sie fällt sehr trocken aus. Okay, habe ich jetzt nicht. Aber es riecht so bombastisch. Da ja, dieses kleine hier. Da. Ja. Und einmal Mundspülung. Listerine. Ne? Zahn- und Zahnfleischschutz. Tägliche Mundspülung. Ja. Das ist, glaube ich, das besser als das große. Natürlich wäre das, vielleicht wäre das große jetzt auf jeden Fall günstiger vielleicht gewesen als diese kleine hier. Hat nur 95 Cent gekostet. Das große kann vielleicht 2 Euro. Ich weiß es leider nicht. Aber ich benutze es ja nicht so oft. Von daher, genau. Lass ich es mal stecken. Dann habe ich mich ja entschieden. Also ich habe jetzt letztes Mal, als ich Klopapier gekauft habe, muss man halt, ne? Feuchtes Klopapier mal genommen und bin da ganz zufrieden mit. Ja. Und habe mir jetzt noch Nachfüllpaket gekauft und feuchtes Klopapier. Papier. Deluxe natürlich, oder? Nein, Spaß. Es war aber auch nicht so allzu teuer. Und zwar das hier. Das ist richtig hier. Ja. Mit extra dick. Und Lavendel oder was war das? Nee, Kamilleduft, ja. Dann habe ich hier nochmal Katzenbutter nochmal gekauft, einen Vorrat. Dann habe ich hier ein Schälchen, Variation in Soße. Das war sehr wichtig, Soße. Gelee musste ich dann mit einem, ja, mit so einem extra Gabel, müsste ich das dann klein machen. Das ist Quatsch. Ne? Also ich mache das immer, Soße ist besser. Das packt man einfach nur in die Schalen von den Katzen und fertig ist das. Und zwar habe ich zweimal mit Geflügel, dann habe ich zweimal mit Gans und Ente, dann auch wieder zweimal Lachs und Forelle und mit Rind und Truthahn. Riecht man, glaube ich, nicht so schlimm. Also besser gesagt, wenn ich irgendwo, vielleicht kennt das jemand von euch, die auch Katzen haben, ich lege diese Tüten, ne, diese Beutel vom Katzenfutter irgendwo hin. Das darf ich eigentlich nicht. Ich muss es auf den Schrank stellen, weil eine Katze, also Findus, riecht das von außen schon. Und wenn ich dann mal nicht aufpasse, ist der ganze Wohnung voll mit diesen Beuteln, die aufgerissen sind. Das ist immer nicht so schön. Aber von daher, ja, packe ich das immer, manchmal packe ich sogar ins Kühlschrank, Ja, aber selten. Manchmal packe ich es oben auf den Schrank, damit das nicht drankommt. Deswegen, meine Katze, ne? Typisch. Dann habe ich hier nochmal, ja, dieses wunderschöne, riechende Duschgel. Dann einmal Balea. Reinigende Reinigungstücher. Ne? Ich habe mich heute nicht geschminkt, aber ja. Es war auch nicht geplant, dass ich heute in die Stadt gehe. Von daher, ja. Dann habe ich hier nochmal. Hm. Ja, es riecht auch ganz gut. Buttermilch, Lemon. Lemon. Hier auch nochmal zum Duschen. Oder? Cremedusche, ja. Gut. Kokos hier mal. Na, egal. Das war's, glaube ich, schon. Ja. Und ausgegeben habe ich, ja, 15,35 €. Hier ist der Beweis. Na komm. Da. Gut. Ja, ja, komm. Da. Gut. Ne? Ist ja auch Bescheid was, wenn ich euch nicht betrüge. Genau. Und einmal noch Sittichfutter mit Jod und Honig und dann meine ganzen Zutaten da, Vitamine da. Ne? War auch nicht teuer. Was ist daran? 500 Gramm. Ja. Ja, das ist jetzt mein Einkauf gewesen. Bei DM. Das ging eigentlich, ne? Genau. Gestern ist ja, ja heute, für mich, also am Samstag, ist ja das Video online gegangen von, ja, gestern. Ich glaube, oh mein Gott, das hier nochmal nach vorne. Entschuldigung. Wo ich jetzt die letzten beiden Buchstaben von dem Gewinnspiel euch gezeigt habe. Und
Es haben sich auch noch ein paar Leute gemeldet, die das auch richtige Wort hatten. Nur eine einzige Frau, die muss ich leider aus dem Gewinnspiel ausschließen, da das so war, dass sie kein Mitglied, Abonnent ist. Also sie meinte, sie wäre schon 3 Monate Abonnent. Und hätte auch ihr Profil auf öffentlich gestellt, also dann würde ich es ja auch sehen. Und ihren Namen habe ich da eingegeben und sie war nicht Abonnent von mir. Und deswegen muss ich sie leider von dem Gewinnspiel ausschließen, weil ist ja, ich hatte ja mindestens gesagt, sie müssen Abonnent meines Kanals sein und volljährig wäre toll. Wenn dann missbrauchten sie irgendwas, eine Unterschrift von ihren Eltern, dass sie ja dem am Gewinnspiel teilnehmen können. Aber die war jetzt leider nicht dabei. Ich musste sie ja leider ausschließen. Und das war nicht, ja, ist halt so. Ne? Tut mir leid, aber meine Regeln. Ich weiß, aber ja, ein bisschen Regeln brauche ich auch. Sonst klappt das nicht. Was ich jetzt ganz eigenartig, sehr, ja, ich musste einen Zufallsgenerator machen, weil heute um 13.25 Uhr, 13.25 Uhr, Abonnenten wahrscheinlich oder Leute von euch haben mir eine E-Mail geschrieben und gleich war beide um 13.25 Uhr und jetzt wusste ich nicht, welche von den beiden, ja, wie zuerst da war, ne? Und deswegen, ja, weil beide 13.25 Uhr, glaube ich, ungefähr hatten, muss ich diesen Zufallsgenerator einschalten. Ich gucke mal im Internet, wo das gibt, weil ich möchte mich auch nicht jetzt, ja, das ist auch nicht meine. Genau, die Leute, die sozusagen an meinen Gewinnspielen teilgenommen haben und zumindest gewonnen haben, der werde ich jetzt bald im Laufe des Tages nochmal eine E-Mail hinschreiben und sagen, dass sie mir ihre Adresse geben könnten, damit ich das verschicken kann. Ich habe die ganzen Päckchen noch nicht ganz fertig, also das, was sie bekommen, habe ich fertig, aber halt, ich muss noch die Adresse draufschreiben, sonst ist das fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist halt nicht das Riesenpaket jetzt. Muss ich euch enttäuschen. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Genau. Gut, meine Lieben. Dann bis gleich. So, meine Lieben. Ich habe noch mal ganz kurz eine Nachricht bekommen, dass ich noch jemanden grüßen soll. Natürlich mache ich das gerne. Und zwar eine Leni und eine Nordling. Oder ein Nordling. Ich bin halt nicht sicher, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hallo. Tschüssi. So, meine Lieben, ich mache mal ganz kurz Musik aus. Typisch ich. Wieder total vorbereitet. Kennt mich ja, ne? Genau. Und zwar schaue ich nebenbei noch ran NFL. Es kommt ja auch heute. Es ist hier jetzt auch schon 2 Uhr nachts. Aber das macht ja auch nichts. Gott, das sehe ich aus wieder. Na ja, gut, was soll's. Ich wollte die Gewinner von meinem Gewinnspiel preisgeben. Ich werde sie auch gleich nochmal anschreiben. Und zwar... Ich werde natürlich die Nachnamen natürlich nicht schreiben, sondern nur, also zumindest sagen, dann nur die Vornamen. Einmal an der Luna, oder Ina, Luna, glaube ich, Ellen, glaube ich. Ja, ich glaube Luna, dann eine Jasmin und eine Gamse. Ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen habe. Ich werde auf jeden Fall versprochen, die auf jeden Fall anschreiben und die Namen hier irgendwo einblenden. Ja, also herzlichen Glückwunsch, dass ihr mal gewonnen habt. Ja, die Pakete habe ich schon fertig. Ich muss nur noch die Adressen draufschreiben und dann ist es auch, werden sie am Montag oder Dienstag verschickt. Genau. Genau, meine Lieben. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen ran NFL gucken. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Aber morgen kommt es auch und dann ja, mal schauen. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, weil ich habe ja vorhin alles schon erzählt, was ich sagen wollte. Großartig gegessen habe ich heute ja die 2 Brötchen mit Aufschnitt und so angefangen mit Pellkartoffeln mit Quark zu machen. Und zwar habe ich halt den Quark mit Salz und Pfeffer gewürzt und ein bisschen Knoblauch und halt ganz bisschen Milch. Und Kartoffeln gemacht. Und was habe ich noch? Ganz bisschen Salz und Butter dazu gegessen. Wirklich punktefreundlich eigentlich. Ja, okay, die Butter war jetzt nicht so punktefreundlich, aber der Rest war schon gut. Genau. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag.
oder wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis gleich, bis bald. Tschüss.